Wir müssen Lars Lese noch erwähnen, Ja, der Traumhüter, der ja, Traumhüter, ja, absolut, der kürzlich von der Kreisliga in der Premier League spielen durfte bei ja. Burnham, Oder der Pfannenstiel, Lutz Pfannenstiel, super. Pfannenstiel, der auf jedem Kontinent schon sein Häufchen gemacht hat. Ja. Wir springen ab und zu mit welchen Also, wen ich super gefunden habe, das war der Van Breukelen gegen Klinsmann. Hans Van Breukelen war eine Hausmarke. Ja, oder? Ja, und wer war dann kurz sein Nachfolger? Ed van Hooy, kannst du den noch? Auch eine Marke. Dann ist aber schon der Van der Sorge langsam. Ja, gut, aber das ist auch der drittbeste der Also, Schmeichel fand ich auch super geil. Schmeichel war gut, aber Van Hooy. Kann ich überhaupt nicht leiden, Schmeichel. Schmeichel überragend. 1999. Können wir das Trikot da mal abhängen? Ja, überragend. Schmeichel Gott. Zweimal Pfosten hast du ihn gerettet damals. Einmal Latte, einmal Pfosten. Was mich bei der Klassenvorbereitung überrascht hat. Ich hab über den Sepp Maier gelesen. Bei der Vorbereitung für die Sendung, dass der nur 1,83 auch groß war, gell? Hast du dich auf die Sendung vorbereitet? Ja, das erste Mal, dass du dich vorbereitet hast. Du hast gleich Parallelen zum Uwe Kamps gesehen, oder? Wie groß war der? 1,82. Deine größte Klasse. Der kleinste Bundesliga. Über den wollte ich jetzt nicht reden, ich wollte über den Sepp Maier reden. 1,80? Ja. 1,82. Aber gibt es heute kaum mehr. Also, der Timo Hildebrand ist der letzte Kleine. 1,84, irgendwas so in der Richtung, ne? Der ist der letzte Kleine, der überhaupt in der Bundesliga fängt. Also, die haben jetzt mittlerweile wirklich erste Bundesliga ein Größending von, weiß ich nicht, geht schon von 1,90 aufwärts, ja. Wie Wolfgang Kneipp, der war da. Ja, das war schon. Gudenski war nicht groß. Von Bremen. Den kennst jetzt du nicht. Der Kneipp war 1,94 Dieter Budenski. Und wie hat sein Vater geheißen? Herbert Budenski. Herbert Budenski. Und der hat gegen die Schweiz 1950 das erste deutsche Tor der Nachkriegsfußballgeschichte geschossen. Als Nationalmannschaft. Herbert Budenski war kein Torwart. Deutschland gegen Schweiz, erste Länderspiel der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg. Torschütze Herbert Budenski. Wenn du mir irgendwas sagen magst. Fußballhistorie. Geh nach England für Mr. Sauer, Granada. 1950 hat der Stanley Matthews in England schon gespielt. Okay. So, also sind wir mit den Torhüter? Sind wir durch? Ich habe noch ein schönes Duo von Fortuna Köln, wenn ich mich erinnern kann. Das waren, glaube ich, der Jaretzki und Agaciak. Das waren nicht ganz schöne Namen. Das geht aber jetzt ins Und dann können wir den schönen Bogen spannen zum Toni Schumacher, der ja damals vom Jean Löring in der Halbzeit entlassen worden ist. Das war sensationell. Und was der Jean Löring am Schluss dann gesagt hat, ich als Verein musste handeln. Das ist überragend. Finde ich super. Also das ist so geil. Ein Torwart erwähnen, der mir gefallen hat, 1974, Jan Jongblut, Torwart der Nationalmannschaft. Gelb ist der Rico, Nummer 8, ohne Handschuhe. Also das war einfach ein Torwart. Wir haben einen ohne Hände, aber... Ja, schön. Gut. Also, soweit sind die Tür heute. Wir haben vorher schon über den Adler gesprochen, Nationalmannschaft, wäre unser nächster Punkt. Wie habt ihr das erlebt, jetzt mit Vertragsverlängerung, den ganzen Poker und die Kombination mit Löw und Bierhoff, dass sie sich alle so aneinanderketten und der ganze Vertragspoker, dass das überhaupt rausgekommen ist, die Kriseninterventionspolitik vom DFB und so weiter, lasst so ein bisschen was raus. Wie habt ihr das empfunden? PR-technisch eine Katastrophe, wie ich meine. Also ich konnte es nicht verstehen, dass der Löw da so ein Theater macht. Der hat doch den schönsten Job der Welt, eigentlich national der Männer der deutschen Fußballnationalmannschaft zu sein. Und da mache ich mich doch nicht abhängig von einem Olli Bierhoff oder so. Lass die WM in Hosen gehen, dann ist er weg. Wer weiß, wo er dann seinen nächsten Job findet. Und ich persönlich kann es nicht ganz nachvollziehen. Also, ich bin an der Position, wer da gleich bis 2040 schon ändern oder so. Ja. Er würde als Vereinster natürlich mehr verdienen, das ist halt die eine Sache. Und dass er in seiner Position versucht, da rechtzeitig die Gehälter anzugleichen, ist legitim. Das Problem ist, was du sagst, es ist an die Öffentlichkeit gelangt. Und da wird es halt interessant. Alles andere, wenn wir das nicht gehört hätten, wäre nichts passiert. Aber irgendeiner hat geschwatzt und jetzt sitzen wir hier und können uns darüber auslassen, was für eine Frechheit das ist. Also dass man sich natürlich
positionieren muss, auch monetär, ganz klar. Und wir können mit Sicherheit auch andere Clubs auf der Welt trainieren. Muss was dazu sagen, was jetzt ihr vielleicht wisst, dass der Tommy hat dann anderen, weil er würde wahnsinnig gerne einfach beim DFB weiterarbeiten, weil er mit MV, also Meier Vorfelder, dann immer einfach selber sauber schütten kann. Das ist eigentlich der Hintergrund von der ganzen Geschichte. Also geht. So lange habe ich da nicht mehr Zeit. Wer weiß, ich finde es nicht. Sagst du was? Also die Kombination? Ich finde es nur krass, eben, dass so solche Indiskretionen an die Öffentlichkeit kommen und da wirft der DFB dann auch kein gutes. Das holt die auch gerade so. Ich sehe es eben, wie du auch gerade gesagt hast, monetäre Aspekte sind absolut in Ordnung. Managergehälter werden auch jeden Monat angepasst im Prinzip nach oben hin. Die Jungs wollen ein bisschen mehr Geld haben, ist okay. Und vor allem mehr Kompetenzen, denke ich, gerade auch was den Nachwuchsbereich betrifft. Da ist natürlich dein Freund, der Feuerkopf, ein bisschen getroffen dann davon anscheinend. Mhm. Und und da gibt es halt dann gleich Spannungen, da wird Politik gemacht. Dann lanciert der die Bild vielleicht und dann wird darüber gesprochen. Erst sieht so aus, als wären Löw und Bierhoff die Bösen. Dann kam nochmal ein kleiner Skandal dazu, über den du mehr weißt, Tom. Und jetzt sieht es aus, als wäre der Herr Zwanziger vielleicht. Ich habe ein Telefonat, der Berti hat sich mal wieder zu Wort gemeldet. Also er wird nach der WM für Deutschland zur Verfügung stehen. Mit dem Lothar. Oh mein Gott. Der Lothar hat schon Bescheid. Mit dem Lothar, ja. Und er wird auch den aserbaidschanischen Torwarttrainer Uli Stein mitbringen. Das haben wir die Lösung. Also Berti ist alles klar. Berti ist dann nach der WM wieder Gewehr bei Fuß. Sagst du, man steht in Größe um 10:30 im Gleis 1. Er ist jetzt schon da, Berti. Der Hauptdrüben ist jetzt zum Doktor. Ja, das ist klar, dass das bis 10:30 durchhält, der Bernhard Kümmer. Einwandfrei. Kommt mit einer riesen Wuchtung. Der Berti ist einfach ein Traum. Na, immer, das hast du jetzt genau richtig gesagt. Dem kann man sich verlassen. Das ist ganz seltsam jetzt beim DFB gelaufen. Zuerst hat man gemeint, der Löw war der Böse. Und dann kommt ein Skandal nach dem anderen und am Schluss ist rausgekommen, dass der 20er da überhaupt keine Führungskompetenz mehr hat. Jetzt im Moment. Dass er irgendwie ins Schwimmer kommt. Glaubt das Ding gar nicht. Die haben einfach das Richtige verlangt. Denke ich. Nur einen Punkt möchte ich noch anbringen. Ja. Es gibt dann auch noch viele, viele Kleinigkeiten, die dieses ganze Bild noch runter machen. Ja. Zum Beispiel ist ja auch der Mediendirektor abgesägt worden, der Herr Stenger. Ja. Der gute Arbeit geleistet hat und das sind so kleine Punkte, die dann klein werden, aber die das Bild dann vervollständigen und da. Aber der Sommer haut dann nur mit nein. Ja, und der will, ist alles nicht so gut. Der ist auch sehr beliebt. Ja. Wisst ihr, was mich echt irritiert hat? Ich habe im Videotext mal gelesen, so viel zur Führungskompetenz vom DFB, dass der 20er bestätigt worden ist von den Vorständen im DFB. Jetzt frage ich euch, wisst ihr, wie viele Vorstände der DFB hat? 47. 47! Ja, die wollen auch, das wollen auch noch. Das ist das für 47, fragt man bei Audi, wie viele Vorstände die haben oder eine andere Firma. Ja, was sind das für Typen? Die wollen alle sitzen alle im Vorstand. 47, wie willst du denn da Entscheidungen treffen? Ja, gar keine. Ja, dann gehen die deutsche Geschichte für also sensationell. So viel zur Führungsstruktur und so weiter. Gut. Also, dann machen wir gleich weiter mit 19er Alu, dem Schanzer Fußball-Talk. Bis gleich, wir gehen kurz in die Werbepause. Servus, ihr 100 Millionen tausend Fans, zurück bei 19er Alu, dem Schanzer Fußball-Talk. Wir haben vorher schon über die Nationalmannschaft und das Dilemma da gesprochen, mit dem Löw und Bierhoff und Köpke und hin und her. Fürchterlich. So, aber wir haben hier unseren England-Experten. Der Bernhard war im Stadion gegen Argentinien und du wolltest auch noch die Plattform nutzen, dass da ein bisschen was zum Besten gibst. Ich fand das Spiel selber super klasse am Fernseher, aber es ist immer noch was anderes, wenn man im Stadion sitzt. Sag mal noch was dazu. Das Spiel war im Stadion auch ein Riesenspaß. Es hat, glaube ich, minus 17 Grad gehabt. Das Bier hat 4 Euro gekostet. Du hast ja eins wahrscheinlich bloß drunter. Wir haben natürlich, ja klar. Ich habe eins. Glaubt euch eins geteilt. Es war echt okay. Also ich glaube, dass es besser war, im Stadion zu sitzen und das Spiel auch zu schauen als daheim. Weil ich mit dem Steff, mit dem ehemaligen Italien-Experten von 19er Alu da drin war. Mochi. Und wir haben uns dann wirklich austauschen können und sagen können, ist das schlecht? Und zwar von beiden Seiten eigentlich. Das war jetzt von Deutschland, das war eine Katastrophe. In Podolski konntest du ihn ausschmeißen. Ich weiß nicht, wenn ich es im Fernsehen angeschaut hätte, in der Kneipe, hätte ich wahrscheinlich nach 10 Minuten irgendwie das Auflegen angefangen oder mit der Wirtin geratscht oder sonst irgendwas. Oder Schlaf. Oder Bernhard, ist das mein Wirt? Irgendwas. Aber ansonsten,
wir haben uns die Spur anschauen müssen, weil es war so kalt, du musst die wärmen. Das war halt wirklich so katastrophal. So. Und es gibt keine Erkenntnisse. Wir haben zwei Erkenntnisse daraus. Maradona, Mittelmeer.